Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Was hat mich bewegt heute, als ich die Agenturen gelesen habe, als ich geschaut habe, was war denn so los im Nachhinein in der Champions League und so weiter und so weiter? Und was ist mit Lauterbach und Flick? Vielleicht die wichtigste Frage. Also die beiden haben eine Halbzeit lang miteinander gesprochen, sagt Karl Lauterbach. Das bedeutet 45 Minuten, aus meiner Sicht, eine lange Gesprächszeit, weil beide sind ja sehr beschäftigt. Und Fazit, jeder Streit ist beigelegt. Ich finde das wunderbar. Und ein weiteres Resultat des Gesprächs, Herr Lauterbach wird einen Tag lang die Bayern trainieren und Hansi Flick wird einen Tag als Virologe arbeiten. Was ist besser für uns? Gestern in der Tagesschau ein Kommentar generell zum Fußball, auch generell in Richtung Bayern ein bisschen geschickt. Und das war ein verheerender Kommentar, so nach dem Motto, seid ihr denn alle bekloppt geworden? Also sowas sagt man ja in der Tagesschau nicht. Sind denn alle verrückt geworden, dass man durch die Weltgeschichte fliegt, nur um das viele Geld weiter fließen zu lassen, im Zeitalter der Pandemie nach Budapest zu gehen, nach Katar zu gehen? Da darf man sich nicht wundern, wenn die Ansteckungsrate wieder höher wird. Und die Bayern haben das ja erfahren mit Pavard und Müller. Also da ist schon viel Wahres dran. Aber dieser Apparat muss weiterlaufen. Und die Riesengehälter, die ja immer noch gezahlt werden, trotz allem, könnten nicht bezahlt werden in München, Barcelona, Leipzig oder sonst wo, wenn die nicht international spielen würden. Also wenn man jetzt sagt, also Bundesliga okay, ist ja schon ein Privileg genug, da müssten sie in einigen Bundesliga-Städten die Gehälter halbieren, befürchte ich. Mindestens, was heißt befürchte ich, es wäre so. Interessanter Kommentar in der Tagesschau. Kommentare sind dazu da, dass man seine persönliche Meinung wiedergibt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Redakteur hieß, aber er hat das auf drastische Art und Weise gemacht. Und ja, ich habe interessiert zugehört. Und in einigen Punkten war ich nahe bei ihm. Borussia Dortmund ist ein bisschen im Nebel hängen geblieben in Sevilla nach dem 3:2-Sieg. Irgendwie der Sonderflug konnte nicht stattfinden oder nur viel später stattfinden. Das sind ja Verhältnisse wie bei den Bayern. Ja, Plastikgeschirr wahrscheinlich, Pappteller, von denen man essen musste. Ich habe keine Ahnung, aber es klingt ein bisschen danach. Und das alles vor dem Derby am Samstag 18.30 Uhr gegen Schalke 04. Vielleicht ist das eine Chance für die Schalker. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht dran. Also Haaland, unfassbar, wie der gestern gespielt hat. 41 Tore in 42 Pflichtspielen für Borussia Dortmund. Das ist eine Bilanz, die unglaublich ist. Wirklich unglaublich. Und wie er gespielt hat, das erste Tor, boah, ein Treffer des Willens. Das hat mir sehr imponiert. Bei transfermarkt.de steht sein Wert im Moment mit 110 Millionen irgendwie aufgeschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Borussia Dortmund möglicherweise, ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt, so laufen wird, dass da noch einige an die Tür klopfen und sagen, was ist denn mit Haaland? Und wenn jetzt einer 150 Millionen bietet, kann dann Herr Watzke Nein sagen. Woher soll ich das wissen? Es sind also Gerüchte, Dinge, die man so aufschnappt. Ja, manchmal auch Halbwahrheiten. Lieber Max Eberl, der sich ja sehr aufgeregt hat. Und da gibt es dann das nächste Gerücht. Adi Hütter, Nachfolger von Rose. Er soll einer der Kandidaten sein. Und was sagt der Österreicher auf seine sehr sympathische Art und Weise? Oh, das ehrt mich. Mehr, aber auch nicht. So, und dann auch nochmal ein kleiner Blick auf die Champions League. Unglaublich, ich habe ja gestern erzählt, wie sich da Spieler gegenseitig aus der eigenen Mannschaft beschimpft haben. Aber Mbappé hat über seinen Gegenspieler bei einer Ecke gesagt, bei Barcelona gegen PSG, auf der Straße töte ich dich. Das war sicherlich so nicht gemeint, aber das Problem ist jetzt definitiv so, dass man das ja alles hören kann über die Außenmikros. Und ja, das sind keine guten Vorbilder. Na, jetzt sind wir wieder bei der Tagesschau und bei dem Kommentar. Mäßigt euch, Freunde, wenn der Foul gespielt wird oder so. Wie war der Satz? Ich muss das nochmal nachlesen. Auf der Straße
töte ich dich dafür. Ist ja schrecklich, wie in einem Ballerspiel oder wie in einem schlechten Rap. So, ich bereite mich vor auf Freiburg gegen Union am Samstag und Sonntag Hoffenheim spielt Sonntag gegen Bremen. Das sind meine beiden Spiele an diesem Wochenende. Freue mich drauf und wünsche euch einen gelungenen Freitag. Wir sehen uns wieder am Samstag dann aus irgendeinem billigen Hotelzimmer. Ich werde das Mikrofon mitnehmen und natürlich gibt es Herz, Seele, Ball täglich. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.